sind und sich für unsere Studiengänge interessieren. Mein Name ist Armin Trost, bin seit 13 Jahren Professor an der Fakultät und bin der Studiendekan für Business Management and Psychology. Unterrichte im Grunde in allen Studiengängen Human Resource Management, Organizational Behavior und Social Research Methods, also zu Deutsch Arbeitsorganisationspsychologie, Personalmanagement und sozialwissenschaftliche Methodenlehre. Also mein Themenfeld. Ich überlege, ganz interessant wäre eigentlich das Thema Digitalisierung. Ja, ich glaube, das ist so in aller Munde. Und ich will mal mit etwas ganz Undigitalem beginnen, nehme ich hier eine Hand. Ja. Ja. So, nimmst du die mal ganz kurz in die Hand. Ja. So, wie schwer ist die? Nicht draufgucken. 1,5 Kilo, würde ich sagen. Ja, 1,5 Kilo. Okay. Okay, das war jetzt noch unbetriebswirtschaftlich, ne? Das war mehr physisch. Ne? Genau. Okay, aber dann machen wir es ein bisschen schwieriger. Jetzt nähern wir uns der Thematik. Wie viel ist das wert? Was ist das wert? 20 Euro. 20 Euro? Ich frage Sie. Was ist das wert? Was ist das wert? 50. Also was Sie jetzt gemacht haben, ist, Sie haben überlegt, was wäre ich bereit dafür zu bezahlen, oder? Oder Sie gehen betriebswirtschaftlich rein und sagen, jetzt müssen wir überlegen, was kostet es in der Produktion? Materialkosten, ja? Dann haben wir Entwicklungs-Designkosten, dann haben wir Vertriebskosten, dann haben wir Material und so weiter und so fort. Und dann addieren wir das alles auf und dann kommt irgendwie eine Summe raus. So, jetzt sind wir wirklich schon bereits zum Thema Volkswirtschaftslehre, Ökonomie. Warum sind Dinge das wert, was sie wert sind? Warum kostet eigentlich ein Liter Benzin so viel, wie er kostet? Wie kommt es? Ja? Also diese Güter, ja, wir reden hier von einem Gut, die haben keinen immanenten Wert. Die haben keinen gottgegebenen Wert. Ja? Und früher hat man tatsächlich versucht, das irgendwie zu ermitteln. Das muss einen Wert haben. Ja? Ja. In der Ökonomie könnte man zu dem Schluss kommen, nicht zumindest eine Perspektive zu sagen, das Ding hier, und das gilt für alles, ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür auszugeben. Ja. Ich habe jetzt mal ein Bild von einem Auto mitgebracht. Das ist der sogenannte Ego. Ja, entwickelt an der RWTH Aachen von einem Professor namens Schuh. Ja. Das Ding soll demnächst kosten 12.000 Euro, hat ungefähr 45 PS, Höchstgeschwindigkeit 107 Kilometer, Reichweite 100 Kilometer. Ist das ein ernstzunehmendes Auto, ja oder nein? Nein. So, wenn es Ihnen nur auf Mobilität ankommt, ist das Ihr Auto in der Stadt. Ja? Und wenn Sie überlegen, wie sah dieses Auto mal früher aus? Ich habe mal so ein Bild von früher mitgebracht, so ein Prototyp. Wenn man sich das Auto früher anschaut, wie das mal ausgesehen hat, das sah aus wie so ein hässlicher Staubsauger zum Reinsitzen. Ja? So, was passiert denn hier jetzt? Was passiert denn? Und jetzt sind wir mitten schon drin in der Digitalisierung. Alles, was wir momentan in der Digitalisierung erleben, beginnt irgendwie ganz schlecht und ist deutlich unter den Kundenerwartungen. Wir sehen digitale Fotografie am Anfang, grottenschlecht und sauteuer. E-Bikes am Anfang, grottenschlecht und sauteuer. Die ersten Elektroautos, grottenschlecht und sauteuer. Alles, was man in Digitalisierung erleben war am Anfang eher schlecht. Man hat es belächelt und genauso wurde Günter Schuh belächelt. Der Günter Schuh, der Professor, der wollte einfach nur zeigen, dass man mit intelligenten Produktionsmethoden viel Geld sparen kann. Ja, hat er so ein Ding da entwickelt. Ja. Und dann haben sie gesagt, was wollen wir denn jetzt bauen? Wir wollen das ja beweisen. Was wollen wir bauen? Und dann sind sie auf die Idee gekommen, ja, lass uns ein Auto bauen. Ja? Was für ein Auto, wenn wir schon dabei sind? Ja, Elektroauto. Und dann haben die angefangen, das Ding zu bauen. Nach 2 Jahren war der Prototyp da. Nach einem weiteren Jahr konnte man das Ding kaufen. Und die Deutsche Post hat mit denen einen Deal gemacht. Und wenn Sie heute die ganzen City-Scooter sehen von der Deutschen Post, das sind alle von der RWTH Aachen. Das sind ganz tolle Elektroautos. Ideal für den Stadtverkehr. Und jetzt frage ich Sie, warum hat Daimler das nicht gemacht? Warum? Denken Sie mal drüber nach. Warum hat Daimler das nicht gemacht? Sondern so ein unbedeutender Professor aus Aachen zusammen mit der Post. Womit verdient Daimler sein Geld? Image. Image. Und zwar Leistung.
SUV. Ja, Dinge, die man nicht braucht. Ja. Verbrennungsmotor. Natürlich sagt der jeder Ingenieur, ja, Elektromobilität, das kommt doch eh nicht. Ja. So, wir verdienen 99% unseres Umsatzes mit Verbrennungsmotor. Und das ist unsere Stärke und das können wir. Hey, wir haben Ingenieure an Bord. Ja. So, ein Unternehmen, das aus einem bestimmten Bereich kommt, tut sich schwer, seine eigenen Produkte, seine eigene Philosophie komplett über Bord zu werfen für etwas, was am Anfang noch ziemlich hässlich daherkommt, oder? Und Daimler wird natürlich sagen, wir können doch momentan in Elektromobilität gar kein Geld verdienen und die Infrastruktur steht doch noch gar nicht und das Ganze hat doch gar keine Reichweite und. Das Ganze, die Zeit bleibt aber nicht stehen. Und irgendwann wird die disruptive Technologie, die etablierte Technologie, überrunden. Und dann ist Schluss mit Verbrennungsmotor. Ab und zu, ganz selten passiert es, dass wir Studenten in der Vorlesung doch mal bitten, ihr Smartphone zu zücken. Ja? Haben Sie Ihr Smartphone dabei? Na klar, haben Sie es dabei. Ich muss Sie fragen, wer hat es nicht dabei? Wer hat sein Smartphone nicht dabei? Oh, der Marc. Ich würde Sie mal bitten, geht Sie mal auf Google. Machen Sie mal kurz eine Google-Suche. Google-Suche, einfach in Google-Suche. Jetzt suchen Sie bitte mal nach dem Begriff, ich habe es hier, Fitnesstraining. Wir reden hier ja über Handeln. Also Fitnesstraining. Das ist ein langes Wort, weiß ich. Fitnesstraining. Haben Sie es? Kein Netz. Haben Sie kein Netz? Ja. Haben Sie alle kein Netz? Okay. Also wenn Sie ein Netz haben und Sie haben ein Ergebnis. Wer von Ihnen hat exakt das gleiche Suchergebnis wie ich? Niemand. Ich weiß, da oben kommt doch mal Werbung, aber das sind so die ersten Suchergebnisse. Sind Sie mal die Werbung weg? Also da, wo nicht Anzeige. Sie haben ähnliche Ergebnisse. Ähnlich. Vergleichen Sie das mal mit Ihrem Nachbar. Wenn Sie miteinander verwandt sind, dann haben Sie vermutlich ähnliche Ergebnisse. Wenn Sie miteinander befreundet sind, haben Sie noch ähnlichere Ergebnisse. Nee, wir haben ganz andere. Ganz andere? Also es geht um die andere Inhalte. Teilweise. Wie kann das sein? Ich habe das Ding, also ungelogen, ich habe das Ding vor einer Dreiviertelstunde gemacht. Hier. Also das hast du nur mit der Vernetzung zwischen den Handys? Eher nicht. Es kommt jetzt darauf an, worauf Sie hinaus wollen. Müssen wir vielleicht mal den Gedanken weiterverfolgen, ja? Ich denke, es kommt hier darauf an, dass Sie davor vielleicht schon mal gegoogelt haben. Genau. Was haben Sie denn vorher gegoogelt? Was haben Sie in den letzten Monaten gekauft? Google kennt Sie, ja? Mhm. Kennt Ihre Präferenzen, kennt Ihre Persönlichkeit. Und Google hat ein Interesse, diese Suchergebnisse zu bieten. Das gleiche gilt für Facebook, Amazon und so weiter. Ergebnisse, auf die Sie klicken. Ja? Und deshalb versuchen Sie immer Dinge anzubieten, die zu Ihrem Profil passen. Das bedeutet ganz konkret, bevor Sie zum Beispiel eine lebenslange Partnerschaft eingehen, machen Sie folgendes Spiel. Jeder Partner definiert drei Begriffe, die ihm wichtig sind, irgendwas, was ihn interessiert. Dann googeln Sie beide und wenn Sie die gleichen Ergebnisse haben zu den Begriffen, dann gehören Sie zusammen. Okay? Das ist der ultimative Test, ob Sie zusammenpassen oder nicht. Ist interessant, ne? Ist interessant. Es ist im Grunde eine Art Zensur. Was passiert denn im Marketing momentan? Wir reden mittlerweile nicht mehr vom ersten und zweiten Moment of Truth, sondern wir reden mittlerweile vom sogenannten Zero Moment of Truth. Das ist eine Originalabbildung von Google, hätte ich zitieren können. Ja. So, ich sehe ein Stimulus-Ding. Oh, ich muss mir einen Handel kaufen. Und was passiert denn jetzt? Immer wenn Sie einen Handel kaufen, zu 70%, bei 70% aller Einkäufe geht ein Suchprozess voraus. Sogar bei Produkten, wo sich die Zeit dafür gar nicht lohnt. Sie suchen erstmal, sie informieren sich, sie klicken auf bestimmte Sachen. Gleichzeitig kennt Google sie, Amazon kennt sie. Und jetzt gibt es einen Moment, das ist das Zero Moment of Truth, wo sie sich mit den Dingen
beschäftigen, wo sie vielleicht sogar eine Kaufentscheidung fällen und Google weiß, dass sie ein bestimmtes Produkt kaufen werden, noch bevor ihnen selbst das bewusst ist. Wo wir wegkommen im Human Resource Management ist Folgendes. Und das ist meine letzte Botschaft für heute mit einem Ausblick für Sie auf Ihre Karriere. Wenn man Personalmanagement anschaut, oder wenn sich so manche Eltern, die hier anwesend sind, sich das Personalmanagement anschauen im Unternehmen, in dem sie arbeiten, dann werden sie schnell feststellen, dass häufig Personalmanagement sehr in Boxen denkt. Man sieht es zum Beispiel heute immer noch an einigen Stellen, Ausschreibungen, die immer sehr detailliert auflisten, was genau wir suchen. So eine Box sozusagen, die klar beschreibt, nach was für Menschen wir Ausschau halten. Das Problem ist sehr häufig, und ich versuche das jetzt hier gerade mit nur ein paar Strichen darzustellen, etwas unakademisch zugegebenerweise. Was wir feststellen, ist, dass Menschen so aber nicht sind. Sie sind nicht so, ich bin nicht so. Menschen sind eher so. Also ein bisschen amöbenhaft. Individuell, jeder anders. Der geneigte Personaler wird sich jetzt ärgern und sagen, Mist, hätte fast gepasst. Gut, dann müssen wir halt noch was machen hier. Ja, hier. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Schwächen, in Klammern nicht auf die Stärken. Dann müssen wir ihn halt noch so ein bisschen stretchen. Ja. Das kriegt man aber auch noch hin. Und das Englisch, das kriegt man auch noch so. Ja. Anstatt zu sagen, hey, wow, das ist mal ein ganz besonderes individuelles Exemplar. Wenn ein Unternehmen lernt, und Unternehmen sind jetzt so langsam dabei, das zu lernen, wenn ein Unternehmen lernt, Individualität zu wertschätzen, dann hat das Ganze einen Namen, nämlich Diversity. Ja, Diversity ist nicht Standardabweichung, also Variation, sondern das Respektieren, das Wertschätzen des Individuellen. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal, dass Sie da waren und dass Sie mir die Zeit geschenkt haben, um zuzuhören. Vielen Dank. Dankeschön.